jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Marlene, lass uns reingehen. Okay, Mama, das machen wir. Marlene, du kannst dich da hinsetzen und ich setze mich dahin. Mama, wie lange müssen wir warten? Nicht lange, wenn kein Notfall dazwischen kommt. Natalie, kommst du bitte? Ja, ich komme, Mama. Ach, Natalie Maus, schau mal, wer da ist. Ach, hallo, Tante Paula und Marlene. Hallo, Natalie, wegen was bist du hier? Ich werde geimpft und untersucht. Ich werde auch geimpft und ich bin leider eben auf dem Weg hierhin hingefallen und habe mir den Fuß umgeknickt. Du Arme! Natalie Belli, bitte mitkommen! Oh, tat das weh, aber ich habe es hinter mir. Das Impfen scheint Natalie wehgetan zu haben. Ja, das stimmt, mein Mäuschen. Das mit dem Impfen bekommen wir hin, oder? Ja, Mami, das bekommen wir hin. Ach, hallo Natalie, da bist du ja wieder. War's schlimm? Eigentlich nicht, nur die Schiene, die ich bekommen habe, nervt. Und die Spritze von der Impfung tat weh. Ja, Natalie, das habe ich gehört, dass es dir wehgetan hat, das Impfen. Ich werde es jetzt auch wissen, wenn ich geimpft werde. Mama, kann Natalie mit ihrer Familie heute Nachmittag zu uns kommen? Das können Sie gerne, Marlene. Sabine, passt das bei euch? Ja, das passt uns gut. Wir kommen heute um 15 Uhr zu euch. Marlene, Schmuckkörbchen, bitte mitkommen. Wir kommen! Marlene, wir fangen mit dem Sehtest an. Den Hörtest brauchen wir bei dir nicht zu machen, weil du so gute Ohren hast. Für den Sehtest setzt du dich bitte auf die Liege und schaust zu mir. Okay, das mache ich. Marlene, deine Augen sind super gut. Jetzt untersuche ich dich. Zieh dich bitte bis zur Unterwäsche aus. Klar, das mache ich. Fertig. Ich höre dich jetzt ab. Atme bitte tief ein und aus. Und jetzt nochmal. Super, leg dich bitte auf die Liege. Ich taste dich jetzt ab. Okay, ich lege mich hin.
Marlene, das machst du super. Fertig, Marlene, du kannst dich wieder hinsetzen, du bist fit und gesund. Zum Schluss bekommst du noch die 2 Impfungen. Okay, tut das weh? Eigentlich nicht, du kannst es mir ja sagen, ob es weh getan hat hinterher. Marlene, soll ich beim Impfen bei dir stehen? Ja, Mama, das wäre nett. Okay, mein Schätzchen, dann mache ich das. Ah, aua! Marlene, gleich geschafft. Ah, aua! Fertig, Marlene, das hast du toll gemacht. Du kannst dich wieder anziehen, wir sind fertig. Ach, und hat das Impfen wehgetan? Ja, es hat wehgetan, aber nur leicht. Marlene, ich muss dich loben. Das hast du toll gemacht. Du hast dir das Treffen mit Natalie am Nachmittag mehr als verdient. Und Marlene, hast du die Spritze bei der 2. Impfung gespürt? Ja, bei beiden Impfungen habe ich die Spitze gespürt. Es tat nur ein bisschen weh und Impfen ist überhaupt nicht schlimm. Das stimmt. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Findet ihr Impfen schlimm? Ich nicht, es piekst nur leicht und tut überhaupt nicht weh. Ich finde daran am besten, dass man am Schulsport meistens nicht teilnehmen kann. Schulsport mag ich nämlich nicht so gerne. Ich kenne noch jemanden, der Schulsport nicht mag. Stimmt's, Marlene? Ja, das stimmt. Ich mag auch keinen Sportunterricht. Das liegt daran, dass die da immer so laut sind und ich lärmempfindlich bin, weil ich Autistin bin. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben!